BMW, Freude am Fahren, aber ist das noch so? Ich freue mich heute tierisch aufs Review und neben mir steht der Koloss von Garching. Ich bin richtig stolz, euch den neuen M5 zeigen zu können. Der hat jetzt 727 PS, 1000 Newtonmeter, ist zugegeben ein bisschen langsamer als der Vorgänger, ein bisschen schwerer, aber ein echter Oberklasse-Plug-in-Hybrid-Hammer. Warum ich angetan bin vom Auto, erfahrt ihr hier bei The Car Crash Review. Bei uns gibt es jeden Tag um 17 Uhr ein leichtgewichtiges Oberklasse-Review von der bezaubernden Jessie oder ja eins von der Elefantenrunde in Persona. Jan, das bin ich, abonniert genau jetzt den Kanal. Und was machen wir mit dem neuen M5 zusammen? Wir sprechen über die Optik. Warum ist der eigentlich so ultra hot? Wir sprechen über den Kyurlami-orangefarbenen Innenraum, über den Luxus, über die Sportlichkeit, über die Fahrwerkstechnik. Jessie kommt dazu ins Review. Danach gibt es ein Fazit mit dem Preis, mit den Wettbewerbern. Wir machen eben alles, was ihr vom schwergewichtigsten Auto-Review-Kanal der Welt gewohnt seid. Habt ihr darauf Lust? Dann kommt mit. Ja, ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich mit voller Isle of Man Green Metallic Liebe über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die hier? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Jetzt probieren wir allerdings mal unseren neuen M5 in der Historie im Wettbewerbsumfeld einzuordnen. Und das ist gar nicht so einfach, deswegen beginne ich jetzt erstmal mit seiner Geschichte und die ist natürlich glorreich, denn das Auto gibt es seit etwa 40 Jahren, seit 1985 und die sechste Generation, also der F90, die Vorgängergeneration, kam 2018 auf den Markt. Hier steht jetzt der G90, also die Limousine, kommt jetzt 2024. Der G99, also der Touring, also der Kombi, der kommt wohl auch noch dieses Jahr auf den Markt. Und wenn man über das Wettbewerbsumfeld spricht, dann bin ich stolz, denn ja, ihr seid hier einfach beim besten Auto-Review-Kanal gelandet. Ihr wisst schon, das kann man mit einem kleinen Augenzwinkern erzählen, aber wir haben natürlich das Wettbewerbsumfeld vorgestellt. Das ist ja der neue oder die neue Mercedes E-Klasse als AMG, als 53er, als Hybrid, als Limo, als T-Modell. Wir haben euch gezeigt den Audi RS7 oder auch den RS6 als eben Avant. Was wir nicht geschafft haben, war zu Porsche, zum Panamera. Das war allerdings unsere Schuld. Und dann kann man vielleicht auch eine Nummer kleiner noch anfangen beim Wettbewerbsumfeld, denn das könnte zum Beispiel ein Bentley Continental GT sein, haben wir euch auch die neue Generation hier auf dem Kanal im Cover Drive schon gezeigt. Das ist ein Maserati Gran Turismo, allerdings geht da auch so ein bisschen, ja, Porsche Panamera habe ich ja schon gesagt, aber der AMG GT 4-Türer noch rein und der 8er kannibalisiert sich mit dem M5, vielleicht auch ein bisschen bei BMW. Also ihr seht schon, viel Hybridisierung in der Klasse, viel Wettbewerb und hier jetzt ja die Limousine. Und die steht weiter natürlich auf der Klar-Plattform und wird in Dingolfing im Stammwerk, würde ich sagen, gebaut. Man ist bei BMW sehr stolz auf dieses Auto. An Fahrwerkstechnik, an Technik generell, fast alles drin, was man hat. Und der ist jetzt ein Performance-Plug-in-Hybrid mit einer Reichweite von knapp unter 70 Kilometern rein elektrisch, hat insgesamt 727 PS, 1000 Newtonmeter, ist allerdings 0,1 Sekunden langsamer auf 100 als der Vorgänger. Und wenn man über die Ausmaße spricht, dann ist es ein echter Koloss, nicht nur was sein Gewicht angeht mit 2510 Kilo, sondern er ist auch 5,10 Meter lang und damit 4 Zentimeter länger ja, als der Stangenfünfer. Und er ist mit 1,97 Meter 7 Zentimeter breiter, hat vorne 7 Zentimeter ausgestellte Radhäuser bzw. ja, Radläufe, insgesamt 3,5 auf jeder Seite, hinten 5. Ja, das Auto ist 1,51 Meter hoch und hat einen leicht verlängerten Radstand von 3,1 Meter. Bei den Farben habe ich so bei BMW gefragt, ey, wie viele Farben habt ihr beim M5? Da haben die gesagt, alle.
Und hier jetzt Isle of Man Green Metallic drauf. Vorne liegt noch der Schlüssel drauf, den werden wir dann später eben reinnehmen. Und was ihr seht, optional ist das Carbon-Paket. Bedeutet Carbon-Dach, Carbon-Spiegelkappen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das Auto kann. Eigentlich eine nahezu nicht enden wollende Motorhaube. Vorne das BMW-Logo integriert, auch eingelassen in die Haube. Drunter ein spezifischer Kühlergrill, der immer mit Iconic Glow kommt, also mit dieser Umrandung drumherum und das Innenleben spezifisch. Vorne die Sensoren, Kamera nach vorne und M5 steht eben auf dieser Seite, dass man halt auch sieht, dass der Koloss von Garching da ankommt. Serienmäßig immer das BMW LED-Licht, was BMW adaptiv nennt, was allerdings ein Matrix-LED-Licht ist, was man innen auch erkennt an diesen blauen Elementen. Das Laserlicht gibt es ja nicht mehr, das heißt, der ist quasi immer die Top-Ausstattung. Und was auch spezifisch ist, ist ja der Stoßfänger da unten. Der ist in schwarz gehalten, nix Carbon, hat riesige Lufteinlässe. Genauso wie hier, da kommt schön Luft auch noch zum Radkasten. Ich freue mich eigentlich jetzt schon, euch den Motor zu zeigen, weil ich finde das Konzept richtig spannend. Und wenn wir jetzt an die Seite gehen, dann habe ich wieder BMW gefragt, sag mal, was ist denn da jetzt an Fahrwerkstechnik drin? Ihr wisst ja, wir sprechen hier super gerne über Fahrwerkstechnik und haben die gesagt, eigentlich alles, was wir im Konzernschrank haben, außer die Wankstabilisierung. Und dann habe ich gesagt, oh, das macht es ja für mich ganz einfach, dieses Auto zu erklären. Erstmal seht ihr einen riesig langen Radstand. Vorne 20, hinten 21 Zoll Felgen, was beim Vorgänger nicht so war, da war vorne genauso wie hinten. Und dann ist der Akku, der etwa 22 Kilowattstunden groß ist, für den Plug-in-Hybriden tief im Unterboden, gibt also einen tiefen Schwerpunkt. Er wiegt etwa 265 Kilo. Hinten haben wir eine Integral-Aktivlenkung, also eine, die mit 1,5 Grad in Richtung der Vorderachse lenken kann oder entgegen für einen besseren Wendekreis. Der ist hier 12,6 Meter. 12 cm Bodenfreiheit haben wir, der Tank fasst etwa 60 Liter. Sperrdifferenzial ist hinten noch drin, adaptives M-Fahrwerk haben wir hier drin. Und dann die Bremsen gibt es in zwei Varianten. Die M-Compound-Bremse, die ist dann mit einem blauen Bremssattel oder dann halt schwarz oder rot optional. Oder dann die Carbon-Keramik-Bremse, die hier drauf ist mit einem goldenen Bremssattel drin. Es gibt zwei unterschiedliche Kennlinien für die Bremse. Und unterschiedliche Rekuperationsstufen, die wir auch noch drin haben. Und jetzt schauen wir uns mal die 20 Zöller vorne an. Im Vergleich zum Vorgänger ist hier ein Felgensprung drin. Tolles Felgenbett, ohne Scheiß, offen gestaltet. Ihr seht auch nach vorne die Durchbrechung im Radkasten. Und die Freaks werden das ganz gern sehen. Der Radkasten bzw. der Radlauf ist rausgezogen und dieses Band hier ist viel schmaler als beim Vorgänger. Was optisch sich auch verändert hat, ist der Schweller nach unten. Der ist nämlich natürlich rausgezogen. Und bevor ihr jetzt denkt, das wird ein Fanboy-Review, gibt es auch ein bisschen Kritik, denn ich zeige euch jetzt was zum Laden. Das funktioniert hier und das geht aktuell nur mit 7,4 kW AC. Ab November 24 wird es mit 11 kW AC dann gehen. 3 Stunden 25, ne? Dann ist der vollgeladen von 0 auf 100%, hat knapp unter 70 Kilometer Reichweite. Was spezifisch ist für ein M, ist die Spiegelkappe. Die ist jetzt im Carbon-Paket aus Carbon, sonst kommt sie eben in schwarz. Und auch das Dach im Carbon-Paket in Carbon gehalten. Warum ist es wichtig? Natürlich, wir wollen das Gewicht unten haben im Auto und eben nicht oben am Dach, was besser ist für die Fahrdynamik. Was wichtig ist beim Auto, was es ja auch als reine E-Variante gibt, sind die eingelassenen Türgriffe. Ich finde die optisch sehr, sehr gelungen. Und jetzt schaut mal nach unten. Da seht ihr, dass ihr halt auch so einen Lichtteppich habt. Man muss allerdings sagen, Auto ist noch vor Serie, was ich sehr, sehr geil finde. Hinten abgedunkelte Scheiben und im Hofmeister-Knicks steht M5 drin. Richtig gut. Haifischflossenantenne oben sieht so ein bisschen abgesäbelt aus. Und wenn ihr mal hinten reinschauen wollt, dann seht ihr nicht nur die tolle Beleuchtung, sondern eben auch Kühe, Lami, Orange. Schon ziemlich sexy. Was wichtig ist beim Antrieb, der ist normalerweise hinten angetrieben. Hat natürlich immer Allrad, über eine Lamellenkupplung bekommt er die Kraft nach vorne. Man kann ihn allerdings auch nur mit Hinterradantrieb fahren. Es gibt auch eine Launch-Control-Funktion, die wiederum funktioniert nicht, wenn man ihn nur Hinterradgetrieben fährt.
Carbon-Paket bedeutet, dass hinten der Gurney noch sitzt. Was ich interessant fand, war, dass der Tank, den muss man innen aufmachen, deswegen lasse ich den jetzt mal zu, weil es sonst ein bisschen den Fluss von diesem Review stören würde. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hinten exklusiv ist und was die Auspuffanlage kann. Erstmal die Leuchte, seht ihr hier, klassisch 5er, schön dreidimensional im Doppelschikan-Design ausgeformt. M5 steht drüber. Der Gurney in Carbon, kein Scheibenwischer oder so nach hinten. Ich bin auch tierisch gespannt und ich kann es jetzt schon ankündigen, wir werden auf dem Kanal auch den Touring zeigen. Also den Oberklasse Plug-in-Hybriden Kombi. Und wenn ihr runterschaut, seht ihr erstmal einen riesigen Diffusor. Da ist auch kein Carbon drin oder so. Und es gibt eine Anhängerkupplung. Dann sieht das hinten ein bisschen anders wohl aus, zieht dann bis zu 2 Tonnen. Und die Auspuffanlage ist vierflutig. Und jedes Endrohr hat einen Durchmesser von 10 cm. Die Reflektoren stehen aufrecht. Ich finde, das ist schon ein ziemlich sexy Look, oder? Was sagst du? Jessie sagt gut. Okay, gut. 466 Liter Kofferraumvolumen. Und ich habe jetzt hier die Leuchte. Mach sie euch mal an. Jessie macht sie an, sagt sie. Moment. Genau, da ist sie. Und die bekommst du jetzt mal in die Hand. Und wir schauen uns an, wie viel Platz da hinten drin ist. Ein bisschen weniger als beim Stangenfünfer. Schaut gerne mal rein. Ladekante ist okay. Man hat da eine hohe Flexibilität. Was ich ganz gern mag, schaut mal hier an diesem Haken, könnt ihr die Rückbank eben umklappen. Ich mache das mal kurz für euch. Und dann habt ihr halt eine ähnliche Flexibilität. Naja, nicht eine ähnliche, aber auch eine Flexibilität im Vergleich zum Kombi. Also es muss vielleicht gar nicht immer der Kombi sein. Und was wir jetzt machen, ist mal wieder zu, schauen uns an, wie schön ausgefilzt das hier alles ist. Ist natürlich ein absolutes Luxusprodukt mit einer Kamera nach hinten. Ja, und dann würde ich sagen, Platzverhältnisse auf der Rückbank gilt es jetzt zu besprechen. Mach euch mal da auf, Tür schlägt schön weit auf. Und die Sitze hinten, das ist schon irgendwie pervers ohne Scheiß, dieses Orange, gefällt mir richtig gut. Mikrofaserhimmel komplett, wird eine Option sein, denke ich mal. Erzähle ich euch vorne dann ein bisschen mehr drüber. Kyalami Orange, die Sitze, mega. Perforierung da hinten, gibt auch eine Sitzheizung natürlich. Kopfstütze ist verstellbar. Und eine Armauflage habe ich hier eben auch. Passen 2 Becher da rein. Mittelkonsole, relativ hoch, dafür schmal aufbauend. Ihr seht auch hier, kann man das anmachen, auch die Klima, 2 USB-C-Anschlüsse, richtig gut. Da geht dann der Halter fürs Tablet rein und die Sitze allein schon mit M von hinten, mega. Schauen wir uns mal an, ob es eine Einstiegsleiste gibt. Gibt es hinten nicht, dafür ist vorne eine drin. Bowers & Wilkins Anlage. Kyalami Orange, schönes Zierelement, Türgriff gut integriert und die Beleuchtung allein von dem Lautsprecher ist schon echt cool. So, und jetzt gehen wir nach vorne und sprechen über das Spannendste, über das Aufregendste, allerdings vielleicht auch am schwersten zu erklärende beim Auto. Erstmal M5 steht noch in der Kopfstütze drin, das sieht schon sehr, sehr sexy aus und bei BMW ähnlich wie bei Chuck Norris, immer zweimal ziehen, dann geht vorne alles auf, der Motor. Also erstmal, das Auto wiegt 2510 Kilo und ist damit 500 Kilo schwerer als der Vorgänger. Warum das allerdings gar nicht so schlimm ist, erkläre ich euch gleich. Jetzt war der M5 ja auch mit 2 Tonnen Gewicht nie ein Leichtgewicht. Ne? Das war also nie jetzt die Feder unter den Autos und deswegen können wir das Gewicht vielleicht verschmerzen. Die Basis ist nicht wie bei Wettbewerbern ein Sechszylinder oder so, nämlich ein 4,4 Liter V8 Biturbo mit 585 PS und 750 Newtonmeter. Da ist er unter dieser teilweise Carbonabdeckung, 8 Zylinder, richtig wichtig. Und dazu kommt eben, ja, dass im Achtganggetriebe, im Getriebegehäuse eben ein 197 PS, 280 Newtonmeter starker E-Motor sitzt. Und zusammen kommen die auf eine nahezu unvorstellbare Leistung von 727 PS und 1000 Newtonmeter. Und damit geht der in 3,5 Sekunden auf 100, wird rein elektrisch, 140 km/h schnell, 250 normal mit dem M-Drivers Package 305 km/h. Aber Teil der Wahrheit ist, dass der Vorgänger es in 3,4, also 0,1 Sekunden schneller schaffte, während die Competition-Variante nur 3,3 brauchte und der CS hat es unter 3 Sekunden gebraucht. Ob es noch eine CS-Variante gibt, ob die überhaupt dazu passt, was er verbraucht,
Das weiß ich an der Stelle noch nicht. Was wir jetzt allerdings machen ist, ich würde sagen, wir gehen rein, schauen uns an, was er vorne kann, erzähle euch noch ein bisschen was zur Fahrwerkstechnik. Danach gibt es einen Preis hier und Jesse kommt dazu. Komm mit. Innenraum. Ich mag die Kombination aus Luxus, Sportlichkeit und Kyalami Orange. Benannt übrigens nach einer Rennstrecke in Afrika. Südafrika, genau. Und jetzt zeige ich euch mal, was wir hier exklusiv drin haben. Nummer 1, die Lenkradheizung ist eine Option. Der Himmel in Mikrofaser ist eine Option. Und M-Drive Professional kommt dazu mit Dynamic, Dynamic Plus und Track als Fahrmodus und dem Laptimer und eben der Boost-Funktion. Aber jetzt erstmal Himmel. Glasdach ist wohl Serie. Der optional schwarz passt, finde ich, perfekt dazu. Genauso wie eben auch das Carbondach, was wir hier im Carbon-Paket haben. Und jetzt zu den Sitzen. Ey, mit diesem Orange, das ist schon echt pervers. Nicht so unbequem pervers wie beim M3, die Sitze, weil die sind im Schritt ziemlich unbequem. M5 steht oben drauf und ist auch beleuchtet nachts. Dann habt ihr oben die Kopfstütze, die teilintegriert ist. Das ist wirklich ein toller Sitz, der richtig gut zum Auto passt, weil der bietet halt Langstreckenkomfort und auch ja, genug Seiten halt für die Rennstrecke. Jetzt machen wir mal den Schwenk vorbei am Lenkrad, vorbei an dem 14,9, 12,3 Display und am Head-Up Display und dieser Interaction Bar, also der Leuchte, die einen begrüßt, verabschiedet, sich nach Fahrmodus anpassen kann, je nachdem, ob man den Blinker dann anhat oder nicht, eben auch hier innen anpasst, seht ihr dann auch im ganzen Innenraum, wenn ihr mal zu mir schauen wollt, eben wenn ihr das hier anmacht, das ist schon wirklich cool. Und dann schauen wir in die Tür. Bowers & Wilkins Anlage ist Serie, Verstellmechanismus auch. Kyalami Grün selbst in dem Türgriff bzw. in der Ablage. Wirklich alles schön integriert, so ein offenes Carbon-Zieher-Element. Platz in der Tür und es gibt eine Einstiegsleiste, die der hier meines Wissens nach exklusiv hat. Chassis Sitz ist elektrisch verstellbar und dann schauen wir uns mal an. Handschuhfach natürlich mit Samt ausgekleidet. Wunderschönes Zierelement. Die Lüftungsdüsen hier, ganz besonderer Verstellmechanismus, alles natürlich bezogen. Und dann sehen wir hier halt ein riesiges Curved Display. Das hier 14,9, also fast 15 Zoll groß. Sprechen wir dann später drüber. Unten eben Warnblinker integriert oder auch der Verstellmechanismus der Lüftungsdüsen. Serienmäßig induktive Ladeschale nach unten. Ich mag auch dieses Teil, weil es einfach praktisch ist. Beleuchteter Becherhalter nach unten. Zwei USB-C-Anschlüsse. Was ich nicht ganz so gern mag, ist das Klavierlackelement hier, weil das neigt einfach zum Verkratzen. Der iDrive-Schalter hier mit M in der Mitte ist toll. M-Hybrid und M-Mode sind jetzt exklusiv quasi beim M. Und ansonsten sprechen wir da später drüber, würde ich sagen. Und jetzt hier Schlüsselkarte in Carbon. Da ist sie drin. Bisschen Platz ist auch noch da in der Mitte. Und so sieht da aus eben der Schlüssel. Aber jetzt würde ich sagen, holen wir sie schon mal rein. Blinker die noch zeigen? Bezaubernde Jessie, die euch den Blinker noch zeigen will und ihren eigenen Auftritt so ein bisschen nach hinten verlegt. Und dann war es eigentlich schon ganz witzig, weil als ich heute Nacht die Vorbereitung und die Moderation geschrieben habe für dieses Video, habe ich gesagt, Jessie, sag mal, 2,5 Tonnen M5, was sagst du dazu? Ich habe da nichts zu dem M5 und 2,5 Tonnen gesagt, sondern ich habe was zu dem Kyalami Orange gesagt, weil eigentlich heißt es ja Car Crash Orange. Eigentlich ist es und Car Crash. Es ist benannt nach dem besten Review-Kanal der Welt und nicht nach irgendeiner Rennstrecke. Ich glaube, das haben wir jetzt in dem Video ein bisschen zu oft gesagt, aber hey, so ist es halt. Jo. Ich soll nicht fragen, aber mir ist es wichtig, wie gefällt dir denn der neue M5? Und was würdest du nehmen, Limo oder Kombi? Also, ihr habt ja das Embargo von Kombi ist nach dem hier, ne? Kombi gefällt mir besser, ihr müsst noch dranbleiben. Kombi ist richtig gut. Also nicht dranbleiben, sondern abonnieren und dann in Zukunft kommt das Kombi, also Touring Review. Und ich zeige euch jetzt mal, dass wir hier M-Drive Professional drin haben, denn es gibt die Boost-Funktion zum Beispiel. Was wir hier haben, ist ein M1 und ein M2 Knopf. Da könnt ihr euch die ganzen Konfigurationen eben drauflegen, habt die dann hier drin. Ihr seht, selbst die Säulen sind bezogen. Auf dieser Taste geht der Tankdeckel auf.
Die Spiegel könnt ihr hier anklappen, funktioniert also sehr, sehr gut. Und Lenkrad lässt sich elektrisch verstellen, extra Motor natürlich drin, aber Gewicht ist da jetzt vielleicht beim Auto wirklich, also Zusatzgewicht, nicht das Sonderthema. M steht unten drauf, ihr habt auch ein bisschen Licht dem Lenkrad. Ist überlichtet. Da unten habt ihr ein wunderschönes Lenkrad, schöne Ziernähte. BMW steht im Pralltopf. Da habt ihr die Rekuperationsstufen nicht, sondern eben die Gänge vom Achtganggetriebe. Und jetzt sprechen wir, würde ich sagen, über das Cockpit da vorne. Was ich lustig finde, dass da Content steht. Ne? Ihr könnt also den Inhalt vom Display einfach flexibel verändern, seht ihr dann da. Oder auch das Head-Up-Display anpassen. Head-Up-Display ist eine Etage drüber sozusagen beim Auto. Genau. So, da sind wir dann zu Hause. Und was ich jetzt ganz gern mag, unten sind M1 und M2 Knopf. Denn da könnt ihr das einfach reinmachen. Ihr seht das ganz klein hier, M1 oder M2. Und das ändert sich natürlich dann auch hier in der Mitte, je nachdem welcher Fahrmodus drin ist. Zeige ich euch allerdings gleich nochmal im Detail. Was ich voll gern mag, ist dieses kleine Teil. Denn hier könnt ihr zum Beispiel bei der Navi drauf schreiben und so. Finde ich super praktisch. Und jetzt zeige ich euch vielleicht erstmal die wichtigsten Dinge zu den Fahrmodi. Road. Sport gibt's oder Track und dann könnt ihr die natürlich noch frei belegen und jetzt wird's richtig wild, schaut mal. Antrieb, Rekuperation, Drive-Logik, Fahrwerk, Lenkung, selbst die Bremse, M-Drive, könnt ihr Heckantrieb machen oder Hecklastik oder Allrad und den Sound an oder aus und selbst elektrisch gibt's noch einen Sound, den ihr an und aus machen könnt und dann die Konfiguration. Das Getriebe könnt ihr in verschiedenen Stufen einstellen. Ich glaube, 3 Drive-Logik-Schaltstufen gibt es insgesamt. Die Rekuperation lässt sich einstellen, die Härte vom Fahrwerk, die Bremse, das DSC und alles läuft in so einem Art Fahrdynamik-Manager zusammen. Und dann habt ihr hier natürlich auch noch die Assistenten, die ihr reinbekommt. Antrieb und Fahrwerk, elektrisches Fahren könnt ihr einstellen, dass es so immer losfährt zum Beispiel. Das Setup hier vom ganzen Auto, da waren wir eben drin und ihr könnt das Laden planen, also Ladelimit, Lademodus, Ladekabel verriegeln, da gibt es wirklich eine Menge und neu ist auch M-Hybrid, da gibt es nämlich jetzt Dynamic Plus Hybrid, man kann ihn zwingen elektrisch zu fahren oder man kann sich den Ladezustand der Batterie auch aufheben für spätere Zeitpunkte. Was an dem System toll ist, es ist während der Fahrt echt gut bedienbar, bedeutet hier in der Übersicht hat man alle Apps zum Beispiel. Der Laptimer, der ist auch jetzt hier neu, schaut euch das an, soll man allerdings nicht auf öffentlichen Straßen wohl bedienen. Apple CarPlay, Android Auto ist hier drin, Spotify, Wetter, ihr kennt das eigentlich alles von BMW. Ich mag immer ganz gern Live Vehicle, weil da habt ihr eben auch nochmal Blinker drin und das auch hier ja Fernlicht. Und die Innenbeleuchtung, die ist natürlich super spannend, denn ihr könnt die Farbe ändern. Ihr könnt es ganz ausmachen, wenn euch das nervt. Jetzt muss ich zurück. So, das ist ganz aus. Ihr könnt es allerdings auch anmachen und jetzt könnt ihr das grün machen, wie außen. Oder könnt es in Elfenbein gestalten oder tausende verschiedene Farben. Jessie, Isle of Man Green, woher kommt die Farbe? Von der Isle of Man und da sind doch immer diese ganzen verrückten Rennen. Genau, ja. Die Tourist Trophy ist da. Ja. Und also innen die Beleuchtung, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ich finde das mega. Super schön. Oder? Ja, auch und das praktisch. Geht auch so ineinander über. Das ist jetzt nicht einfach so ein starker Cut mit den Farben, sondern das verläuft immer so. Kamera Richtung Innenraum. Lächeln, dann geht's. Mach doch mal. Ich probier's doch. Selbst das Löser 3 Sekunden probieren wir nochmal. Ah ne, hat funktioniert, guck mal. Ja, guck. Das. Beautiful. Richtig hübsch. So. So sieht Freude aus. Bist du nicht gut drauf? Doch, ich bin gut drauf. Aber? Ja, wir sehen halt nicht so gut aus auf dem Foto. Ich finde, du siehst immer gut aus, Jessie. Also, Fahrzeug zuletzt verwendet. Das sind so die wesentlichen Dinge, würde ich sagen, so jetzt zum Auto. Man könnte natürlich noch ewig viel mehr zeigen. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Zeig mal in der Navi, wie man noch schreiben kann. Das fand ich ganz cool, weil wenn man hier jetzt sucht, kann man zum Beispiel einfach hier an dem Ding schreiben oder ein Herz malen. Suchst du ein Herz? Wo soll es hingehen? Sag mir die gewünschte Art. Berlin? Löschen. Ich habe sie gelöscht. Okay. Navigiere nach Berlin. Eine Sache ist mir vielleicht noch wichtig. Laden, das ist halt bei BMW so. Da ist es
Boah, das ist immer wieder da. Da ist es halt bei BMW so, lädt nur mit aktuell 7,4 kW, wird noch mit 11 kW laden. Reichweite mit 70 Kilometern ist solide. Allerdings gibt es Wettbewerber, die schneller laden. Ich würde sagen, wir machen mal ein Fazit, oder? Ja, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen hier Staub wegmachen. I like big BMWs and I cannot lie. Und jetzt erstmal, fühle mich ein bisschen, als wäre ich bei so einem Dorfvarieté-Theater, aber eigentlich seid ihr hier einfach beim internationalsten und besten Auto-Review-Kanal der Welt. Abonniert gerne jetzt mal den Kanal und würdigt es ein bisschen, dass es bei uns wirklich jeden Tag um 17 Uhr neues Auto-Review gibt. Eigentlich belohnt ihr euch nur selbst damit. Und vielleicht jetzt mal kurz zu unserem Job, ein kleiner Exkurs. So ein M5 vorzustellen, ist wirklich die Masterarbeit, der Doktortitel der Auto-Reviewer oder so eine echte Professur. Warum? Da ist einfach mal alles an Fahrwerkstechnik drin, fast was der Konzern hat. Wir haben unglaublich viele Ausstattungsmöglichkeiten, wahnsinnig viele Farben, einen Antrieb, der halt einen Achtzylinder mit einem Plug-in-Hybriden als Performance irgendwie kombiniert. Sehr viel Luxus, sehr viel Sportlichkeit im Innenraum und eigentlich fehlt es jetzt nur noch, dass wir den fahren können. Und fahren, man kann ihn rein heckgetrieben fahren. Es gibt auch ein Allrad dazu, wenn man den einstellt, ein Launch-Control-Start und ich werde jetzt nicht mehr alle Fahrwerksoptionen aufzählen. Ich freue mich auf den G99, denn der Kombi, das wissen wir selbst, der ist unglaublich beliebt in Deutschland. Den wird es jetzt auch zum ersten Mal in den USA geben. Richtig spannend und ihr werdet den auch hier aus diesem Studio auf diesem Kanal finden. Also abonnieren nicht vergessen. Vielleicht zum M5. Der ist wirklich alles andere als angestaubt. Ja, er ist schwerer, aber das ist ein Porsche Panamera als Hybrid auch. Das ist auch eine E-Klasse. Und ich glaube, die Entscheidung von BMW war nicht, wird er schwerer oder nicht schwerer, sondern wird sie nochmal geben oder nicht. Und da ist halt der Plug-in-Hybrid die einzige Möglichkeit, auf die Emissionswerte zu kommen. 727 PS, 1000 Newtonmeter sind einfach eine krasse Ansage. Er ist ein bisschen langsamer auf 100, okay. Wird man das merken beim Fahren? Wahrscheinlich nicht. Wird es die Fanboys stören? Wahrscheinlich schon. Was die allerdings viel mehr stören wird, das ist der Preis. Und jetzt beginnt dieses Auto bei 144.000 Euro. So wie er hier steht, liegt er bei 165.000 Euro etwa. Und das ist natürlich schon eine echte Ansage. Aber ehrlich gesagt ist das Wettbewerbsumfeld ähnlich teuer. Der kommt im November 2024 gemeinsam mit dem Kombi auf den Markt. Vorgestellt wird er jetzt in Goodwood beim Festival of Speed, wo wir natürlich auch sein werden, denn dieser Kanal hat eine unheimliche Geschwindigkeit. Vor allem Jessie ist die flinkeste Filmerin auf dem Planeten, ähnlich wie Speedy Gonzales. Ich bin eher der Roadrunner. Also abonniert den Kanal genau jetzt, dann sehen wir uns morgen um 17 Uhr irgendwo auf der Roadrunner.